klettern wir mal hier hoch. Ja, guck mal, da oben ist ein Loch im Dachboden. Kann ich die Kerze vielleicht anzünden? Guck mal, hier so eine schöne Guillotine. Also ist auf jeden Fall alles hier nicht sonderlich einladend. Sagen wir es mal so. Und eigentlich will man auch gar nicht hier sein und überall eingefärscht werden, ne? Guck mal, da ist das Ding wieder. Das Ding mit dem viel zu langen Arm. Oh, oh, okay. Also so nicht, ja? Hätte ja klappen können. Aus welchen fulminanten Gründen auch immer. Und da oben ist auch so eine Leiche eingepackt. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass ich hier irgendwie klettern kann. Da. Wie komme ich denn an dem Ding jetzt vorbei? Was auch immer das für ein Ding ist mit kurzen Beinen und langen Armen. Hm. Hm. Bin gar nicht da. Na, okay. Das hilft mir also auch nicht weiter. Ich meine, ich kann ja nicht über die ganzen Kisten hier rüberklettern. Das ist ja das Problem. Würde ich ja dann in dem Fall gerne tun. Weil, ne, solange da keine Gitter dran sind, kann ich da nicht ranklettern. Und hier versuche ich auch irgendwie, da oben irgendwie kurz klettern oder so weiter. Oder halt hier dann, hier so diagonal rüberspringen, geht aber auch nicht. Nur Deko in der Ecke. Also läuft anscheinend gar nicht weiter als bis hierhin. So viel ist schon mal klar. Dann läuft er wieder zurück. Die Musik lässt nach. Das heißt wahrscheinlich, dass er gleich nicht mehr direkt auf der Suche ist. Wieder aufgenommen. Okay, er läuft doch ein Stückchen weiter. Das ist blind wie ein Maulwurf. Hm. Okay, gut. Er läuft dann tatsächlich weiter. Ja, aber wie komme ich denn jetzt an dem Ding vorbei? Ach, guck mal, da kannst du plötzlich ran. Kann ich hier auch nichts anzünden, ne? Thank you.
guck mal, da rechts kann ich unten rein. Vielleicht. Wenn ich wieder schnell genug bin. Und auch in den einen Käfig hätte ich, glaube ich, reingekonnt. Gucken wir mal. Der verpackt tatsächlich Leichen. Sehe ich jetzt erst, dass der die quasi verpackt und dann weiterschickt, wo auch immer die dann hinkommen. Wie auch immer die verarbeitet werden, ich habe keine Ahnung. Das ist das, was er da aus dem einen Käfig da rausgezogen hat. Nein. Und dann kommt er auch noch weiter, ach du Kacke. Sitzt noch hier? Oder hat die Tür zugemacht? Nein! Okay. Ja, der kommt auch hier rein. Das ist ja unschön. Eigentlich wollte ich da in die Luke rein, hat aber auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorstelle. Yay. Okay. So, geh wieder auf deine Patrouille hier. Ja, wir warten lieber. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Bevor er mit seinen langen Armen hier wieder nach mir greift. Die Tür hinter sich zugemacht haben. Die Frage, wenn ich jetzt hier eine Kurbel kurbel, wo verstecke ich mich denn dann? Oder, ja gut, eigentlich habe ich auch nicht besonders viele Möglichkeiten zu verstecken, weil, naja. Wow, was war denn das für ein Bug? Ich musste so oder so darunter, weil die Luke schließt ja automatisch. Weg. Ah, hier kommen dann die Schuhe von den Kindern rein, ja? Nee, ist ja super. Okay, das war nur ein Schuh. Alles gut, das war ein Schuh. Hallo? So. Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge. Dann mach ich halt mal Licht an, du. Da
gibt mir ein richtiges Licht auf. Oh, das Schuhendlager. Geil. Muss ja hier riechen wie sonst was. Zum einen nach Leder und zum anderen nach Käsefüßen. Oh Gott, das Ding ist ja sogar tief. Ich dachte, das ist halt nur so eine obere Schicht so mit Zeug und fertig. Und kommen noch mehr Schuhe an. Oh, da kommt irgendwas durch die Schuhe. Oh nein! Okay, ich glaube, ich hätte zum anderen Koffer gemusst, ne? So. Okay. Und jetzt rechts weiter, ja. Da ist gar kein Koffer, da ist gar kein Koffer, da ist gar kein Koffer. Doch, da rechts, da. Oh, ich hab den Koffer, der da wirklich rechts in der Ecke um den Boden liegt, nicht gesehen. Der war einfach nicht in meinem Wahrnehmungsspektrum. Ja, ist ähnlich wie, Mann geht in die Küche, soll abwaschen und er scannt die Küche ab und das Abwischtuch ist einfach nicht in seinem Wahrnehmungsspektrum. Ja, Mann plus Küche gleich unmöglich. Aber nicht. So. Ich weiß nicht, was das war. Hinter mir. Was da gequetscht hat. Ist anscheinend die Tür zugegangen, ja. Na dann. Überall hängen ja. Ah, das ist der Raum, wo wir waren mit den toten Ratten. Ja, wo wir uns Essen geholt haben. Okay. Okay. Ich dachte, da hört man so langsam auf hier. Oh nein. Gar nicht da. Nee, ich bin gar nicht da. Nee, ich bin gar nicht da. Kleine Missviecher gerettet. Was soll man das für kleine Missviecher sind? Da ist ein Affe. Und eine Dose. Und jetzt Beute. Jetzt soll. Okay, die Kiste kann ich verschieben. Also wirst du nicht mal wohin? Also, ganz im Ernst, ich wüsste nicht wohin. Okay, kannst aber auch nur anteilig hier verschieben.
Aufklettern ist auch nicht. Oder ich bin zu doof. Eine lose Brettplatte hier, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Okay. Ein loses Brett, keine Brettplatte. Kannst du hier mal die Kiste ziehen? Macht's ja nicht. So. Okay. Und da ist wieder das Mistding, das mit seinen Puppen spielt. Sind das denn Puppen, die er da einmumifiziert, oder ist das tatsächlich... Naja. Kinder. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Okay, du kriegst mich. Aber wie hat er mich denn jetzt bitte schon gesehen? Er war doch jetzt erstmal abgelenkt von seinem Affen. Fragen über Fragen. Aber nun gut, ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht und wie wir an ihm vorbeikommen, das gucken wir uns an in der nächsten Folge von Little Nightmares. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß, danke fürs Zuschauen und bis dann.